morgen aus Meppen. Wir haben den 4. Oktober 2014. Wir sind in Meppen am Möllersee und laufen hier heute den zweiten 6-Stunden-Lauf Meppen. Eigentlich ist es ja der 6-Stunden-Lauf Münster, aber die Trail-Ausgabe findet in Meppen statt, weil hier mehr Trail ist. Die brauchen wir erst nachher für die letzte Runde. Das ist der Möllersee, um den laufen wir jetzt 6 Stunden lang, immer am Ufer entlang, immer im Kreis. Wir sind also hier am Möllersee. Der Lauf ist ausgeschrieben als Trail. Der Trail-Anteil, den wir letztes Jahr hatten, haben wir ein bisschen entschärft, aber dafür haben wir die Strecke nicht gekennzeichnet. Das ist dann der Autonomieanteil eines Trails. Ihr könnt euch aber nicht verlaufen. Ihr lauft dann hier vorne an den Antennen vorbei. Bitte zwischen den Antennen durchlaufen. Das Wetter wird herrlich. Am Ende des Laufes gibt es dann hier das erste Finisher-Bier und dann gibt es hinterher die Pasta-Party wieder im Stadion, wo die Startnummernausgabe war. Zur Strecke. Letzte Bemerkung. Die einzige Abkürzung, die ich zulasse, ist genau von hier entlang der roten Linie rüber auf die andere Seite. Oh, das ist die rote Linie. Hier dürfen wir abkürzen, wenn wir hier schwimmen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Viel Spaß! Ja. Gut so viel. Die 6 Stunden beginnen. Wo ist der? Hallo! Moin! Moin! Die Laufstrecke verläuft über so einen 1 bis 2 Meter breiten Rundweg und ist übersät mit Wurzeln, Ästen und Laub. Da könnte man sich auch ganz gut mal hinlegen. Ja, je nachdem, ne? Was du willst. 100 Kilometer, die 100 Meilen. Oder. Wo ist Piep? So, hier laufen wir immer über ein Stückchen Strand. Und das macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Der Sand ist ganz schön weich. Da hinten ist der Zielbereich und die Rundenzählung. Und da geht es jetzt weiter. Oh, hier ist einmal eine kleine Engstelle. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Schönstes Wetter. Und das am 4. Oktober. Hallo. Hi. Ich habe mir vorgenommen, heute mindestens einen Marathon zu laufen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Bonus. Hi. Hi. Was ich schaffe, das ist ganz gut. Aber, Hi. Die erste Stunde ist rum. Frank, ich soll dir schöne Grüße von Benjamin und Kerstin bestellen. Dankeschön. Sauber, dankeschön. Sie wären gerne hier, denke ich mir mal. Dann schöne Grüße zurück. Mach ich. Ja, ist einfach schön. So 6 Stunden Lauf.
kann sich Zeit lassen, kannst du mal mit Bekannten ein bisschen joggen, dann mal wieder ein, zwei Runden Spaß machen. Und mal wieder eine Schnelle zwischendurch. Genau, das ist doch einfach das Herrliche am 6-Stunden-Lauf. Jo. Da bist du irgendwie ein bisschen entspannter, ne? Absolut. Ist einfach nett. Dazu dieses Wetter jetzt Anfang Oktober ist natürlich ein Traum. Jo. Und frisch gesteckt wird er weiter. Es hat ein bisschen was von Urlaub hier bei dem Wetter. Strand, Wasser, Musik. Alter Schwede. Jetzt ist gleich Halbzeit und ich kann es echt sagen, jetzt schon, das ist eine wunderschöne Strecke. Hier schön am Ufer entlang, die Sonne scheint, ein leichter Wind geht hier durch den Wald, viel Schatten auf der Strecke, ist richtig, richtig schön zu laufen. Jetzt lächelt er nicht mehr so richtig. Halbzeit. Knapp 3 Stunden noch. Erstmal tanken. Boah. Hi. Oh, da kommen 2 Läufer, ein Clown und einer mit roten Haaren. So the Bodies aus Warendorf. Sag mir, was du gerade. Was ist denn? Ja, meine Bade ist am Arsch. Arsch noch nicht ganz, aber. Christian hat ja eine Möglichkeit erlaubt, wo wir abkürzen dürfen. Und Holger nimmt das jetzt in Anspruch. Oh, wie schön, wenn ich da reinspringe. Ab geht's. Ab geht's. Entlang der rot-weißen Linie darf abgekürzt werden, hat Christian gesagt. Sauber. Im doppelten Sinn. Jetzt laufe ich einmal barfuß oder so. Das ja. Schluss. Alles klar. So, unter 2 Stunden noch. 2 Drittel sind gut rum. Und wieder zur Tankstelle. Jetzt bin ich hier gerade am Gehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt hier schon im Kreis gelaufen bin. So langsam kennt man jede Wurzel, jede Unebenheit. Man stolpert sogar manchmal immer an der gleichen Stelle. Ohne viele Worte, alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Jawohl. Die letzte Stunde ist angebrochen. Ich brauche nicht rauszugehen. Ich brauche nicht rauszugehen. Finn begleitet mich jetzt hier auf den letzten Metern. Aber den letzten Metern ist gut. Gute halbe Stunde noch.
Das war ungefähr so 2-3 Meter lang. Aber jetzt ist alles wieder gut, ne? So, ich habe gerade auf die Uhr geguckt beim Ziellinien überqueren. Eine ganze Runde schaffe ich noch und dann kommt noch die eine angebrochene wieder mit Ballon bis zum Abschuss oder Abpfiff. Boah, dann ist aber auch gut. Boah, die letzte ganze Runde ist jetzt gleich beendet. Und dann kommen nur noch die Restmeter. Ach. So, das ist mein Ballon. Jetzt kommen die Restmeter. So, ich bin ja jetzt auf der letzten Runde. Und ich nehme jetzt auch einmal die Abkürzung, die Christian erlaubt hat. Boah, kalt. Ach, aber tut total gut. Oha! Aber dein Luftballon lässt dir jetzt nicht in der Mitte fallen. Ich bleib jetzt hier stehen, bis die 6 Stunden rum sind. Nee, lieber nicht. Das gibt doch mal ein feuchtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Darf man schwimmen? Ich glaube ja. Oh nee, darf man nicht. Lauf, ne? Ey, herrlich. Hätte ich viel früher machen müssen. Das 5 Minuten. Hätten wir eigentlich jede Runde machen müssen, ne? Ja. Oh. Das war zum Abschluss noch mal richtig schön. Der Ort ist ja verdunkelt. So. 4,5 oder 4 noch, dann haben wir es geschafft. So. Ich hab's geschafft. 10 Sekunden noch. Ja. 8, 7, Countdown läuft. 4. Jawohl. Das war's. Plöpp. Ah, so. Da liegen unsere Ballons. Mit Alarm. Das sind die Restmeter. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Leute, sauber. Du bist sehr schön verkleidet gelaufen. Es war bestimmt heiß. Ja, es war. Letzte Stufe war schön kühl. Nach dem Wasser. Ja. Aber sauber. Glückwunsch. Klasse. Glückwunsch. Sehr schöner Lauf. Also wie im Urlaub. Genau. So, jetzt können wir langsam wieder zurückgehen. Meinst du, zurück ist kürzer? Ja. Gut, danke. Die 6 Stunden haben wir geschafft. Und jetzt ist das erstmal beendet. Jetzt können wir langsam zurückschleichen. Und dann machen wir uns gleich über die Pasta her. Geht doch. Ja, alles dabei. Mit überlaufen, alles gut. Ja, das tut jetzt gut. Ich bin genauso hoch wie dein. Ich bin ja gar nicht gelaufen, wie ich aussehe. Klasse. Aber der für Bremen. Ja. Das war der zweite 6-Stunden-Lauf. Trail 6-Stunden-Lauf in Meppen. Wir gehen jetzt zur Pasta-Party und duschen und dann stärken wir uns erstmal und dann schließen wir das Ganze hier ab. Bis zum nächsten Mal.